Hallo und willkommen zurück zu Escape from Tarkov. Ich habe in der Zwischenzeit Glühbirnen vom Flohmarkt gekauft für 35.000 Stück, aber wir können jetzt das Hideout ausbauen, ansonsten eine Maske überziehen und dann erledigen wir noch eine Quest auf Woods und danach auf Ground Zero. Und danach gehen wir vielleicht mal auf Interchange oder zu auf Lighthouse. Darauf hätte ich auch Lust. So, dann können wir schauen, was wir hier haben. Illumination nach oben. Boah, so muss das sein. So, Benz ist auch fertig zum Installieren. Das ist ja wunderbar. So langsam wird es ja heimelig hier. So, was brauchen wir für einen Generator? Ein Bulbix. Face Control Relay habe ich tatsächlich noch nicht gefunden. Sollte nicht so teuer sein. 24.000. Och ja. Wenn wir das andere Zeug haben. Wenn wir das andere Zeug haben. Also PMC. Woods. Einen müssen wir noch ohne Armor erschießen. Und dann hat sich das auch. Wir nehmen morgens. So, dann hoffe ich wieder auf einen gescheiten Spawn, dass wir gleich den ersten ohne unsere Body Armor umknüppeln können, dann können wir sie wieder einfach so anziehen. So, wo sind wir? Ja, in der Nähe von diesem Train Depot, glaube ich. Nee, da ist ein See. Ah, in der Nähe von Outskirts, okay. Das heißt, Scaffhouse ist in der Nähe. Will jetzt nur nicht den falschen Weg einschlagen. Der ist es. Habe ich die Arme schon ausgezogen? So viele Impulse wieder. Keine Ahnung, Mann. So, die Skeps werden hier auf jeden Fall auftauchen. Früher oder später? Da ist der erste. Bleibt er jetzt ernsthaft hinter dem Scheiß-Truck stehen? Hahaha. So viel dazu. Was für ein Arsch. Man müsste ihn leider sehen, um auf ihn zu schießen. Ja, er schreit ganz heftig. Ich sehe ihn leider nicht gut genug. Beziehungsweise ich sehe ihn gar nicht. Können Sie nicht einfach sterben? Da war sein Köpfchen. Man sieht echt nicht viel. Aha! Schnell an mit der Armor und dann können wir hier auch noch ein bisschen looten. So. Quest abgeschlossen. Wir müssen im Zuge unseres Raids hier auch noch die Heavily Mined Area finden. Hab nochmal nachgeschaut, was das mit der Quest auf sich hat. Das ist eigentlich nur beim Yusek Camp da der Hügel. Sind wir zwar schon oft dran vorbeigelaufen, aber wir waren noch nie drin. Schätz mal deswegen. Hat's noch nicht aufgeploppt. Okay, vor uns ist was. ISO aufs Bein. ISO aufs Bein. So, schön davon kriechen. Jetzt kann man nicht mehr. So. Kriechen, kriechen, kriechen. Oh, das war knapp. Und laufen. Und laufen. Boah, was für ein Arsch. Einfach das Bein. Beine angeschossen, sodass es gebrochen war. Ich klick kurz nach, bevor mal in irgendwelche Probleme laufen. Unfassbar, schon wieder so viel verschossen. Nur um die zwei Hansel da zu treffen. Und einen Hansel haben wir zumindest getroffen. So, mal nach links irgendwie schaut. Tja. Ich hoffe, der lässt uns in Ruhe. Einigermaßen auf Wutz ist es echt
schwierig bei mir, dass ich die Gegner gescheit sehe. Das ist auf den anderen Maps nicht besser, aber hier im Dickicht ist das echt nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Vor allem, wenn die mich so gut sehen. Da bin ich erstens panisch, dann sehe ich schon schlechter. Ja, ist halt so, ist halt so. Aber wir haben es rausgeschafft aus der brenzlichen Situation und sind auf dem besten Weg in Richtung USAC Camp. Boah, geht's da ab im Holzfällerlager. Oder hier im Mittelteil. Hört sich nämlich ein bisschen näher an als das Holzfällerlager. Aber so viel Entfernung hat es eigentlich noch nicht. Dann schauen wir hier erstmal in den Stisch. Ich hier gut. Nicht überanstrengen. So, der war relativ wertvoll bis jetzt immer. Also, das heißt immer. Und immer noch. Milch ist nichts Schlechtes. Es sei denn, sie ist schlecht geworden. So, da ist die stark verminte, der stark verminte Hügel. Ja, irgendwie muss man den von oben entdecken. Zwischen den beiden USAC Camp Teilen, das ist auch nochmal stark vermint. Irgendwo wird schon aufploppen, dass wir es erfolgreich erkundet haben. Und wenn es beide Beine kostet. Jemand zu Hause. Sehe nix. Hör nix. Weiß von nix. Sehr gut. Kondensmilch nehme ich gleich mit. So, hier soll es eigentlich sein. Ah. Da ist er aufgeploppt. Ich wusste nicht, dass man da auf die Steine klettern muss. Glühbirne. Die schmecken mir am besten. Komm schon, Papa braucht wieder einen Gas-Analyzer. Der letzte wollte nicht mit nach Hause kommen. Salz nehme ich, sonst schmeckt das Tushonka ja nicht. So, dann müssen wir vorne noch ein bisschen looten. Bin ja nur vorbeigehüpft. Naja, Waffenkiste. Quakemaker. Tech X. Habt ihr mal vernünftiges Zeug hier wie ein Bitcoin? Nö. Ein klares Nö. Ja, Schalldämpfer nehme ich. Clash nehme ich. Bombot-Visier nehme ich. Also Clash ist kein Visier, sondern taktisches Licht. Hat der hier kein Licht? Oh, das war die falsche Taste. Steuerung T. Ne, nur der blaue Laser. So, Matches braucht man. Air Battery braucht man. USB-A nicht unbedingt. Komm schon, ich brauche auch eine D-Batterie und Seife noch. Und meine Tagesquests. Wir haben hier PBM und Jucht. Komm schon. Ja, da ist nix. Croutons. Und eine Scheißkatze. Ja. Kein Platz, das tut mir jetzt aber leid. Hätte nichts dagegen, wenn die Löwen so spawnen würden. Die sind 120.000 wert. Also eine 40.000 Dollar Katze. Ja. Nicht Dollar. Rubel natürlich. Generell, wenn es um Währung in Spielen geht, sage ich immer Dollar. Hier im Spiel gibt es tatsächlich Dollar. Wollt niemanden damit verwirren. Ich glaube, der Griff ist nicht viel wert. Was bist du? Ein Suppressor. Ja. Schalldämpfer sind immer ein bisschen was wert. Eine MP5.
ein RRLP ist, glaube ich, gar nicht so schlicht. Gas Analyzer. Oh, Propangas. Bin ich schon wieder so schwer beladen. Und Wasserfilter. Gutes Zeug. Macht das Wasser sauber. So, dann haben wir irgendwas. Was bist du? Handguard. Oh, Rifle Scope. Nehme ich. Ja, dann haben wir die doch dahin. Dann ist der Umka ein bisschen Platz für meine Magazine, vor allem wenn ich nachlade. Werden es mir die Magazine danken. So, Aquamari können wir aussaufen. Tushonka braucht man halt irgendwann. Und so viel gefunden davon. Und Zucker. Zucker nehmen wir. Hering fressen wir und Aquamari trinkt man dann gleich. Ist gut für den Survival-Skill hier. Für den Metabolismus-Skill meine ich natürlich. So. Und Premium-Wasser und zwar alle 30 Liter, die sie hier reinkompressiert haben. Ist natürlich Quatsch, aber so verhält sich Aquamari im Vergleich zu normalem Wasser. Das ist für die Wochenquest wichtig. Da liegt ein Grizzly, was umgerechnet 40.000 sind. Dass ich meinen Grizzly ablehne. Aber noch habe ich es nicht abgelehnt. Käse braucht man. Tushonkas braucht man. Tape, ja. Hexagon wäre auch nicht schlecht. Ah, ich könnte... Na, die kleinen Tushonka braucht man halt. Ja, wir hatten das Clash weg. Und hallo, Grizzly. So, was haben wir dann noch? Hier liegt meistens auch etwas Munition. Manchmal auch Waffe. Boah. Die Munition kann da liegen bleiben. Da habe ich keine Ambition, die einzusammeln. Und Nuts. Ratchet. 80.000 ist die wert. Die sollte man vielleicht nach unten tun. Der Rest ist eigentlich auch nicht so schlecht. Ja, das... Ja, Tape irgendwie. Salz, das Rombot-Tumor weg, obwohl es auch was wert ist. Ah, Milch ist kaum was wert. Dann nehmen wir die zwei Tapes. Gut. Dann schauen wir noch kurz beim Konvoi vorbei. Ob es da irgendwie noch so ein O-Scope oder LEDX gibt. Weiß gar nicht, ob LEDX da spawnen kann. Und dann gehe ich raus und wir auf Ground Zero. Mal sehen, wie das läuft. Mit der Map habe ich es ja nicht so. Ja, ist ja gut, PMC. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, da war nichts. Das ist nicht zum Looten für mich gedacht. Immer schön hier die Container durchsuchen. Vielleicht springt ja ein Gas Analyzer raus. Leider nicht. Das Elite-Teil ist auch 17.000 wert. Da. Ein größerer Rucksack halt. Größerer Rucksack. Okay, und das Teil ist aber deutlich mehr wert. Was mache ich jetzt mit dem O-Scope? Eigentlich würde ich es mir gern unten reinstecken. Egal. Dann müssen wir halt überleben. CMS ist auch da. Kriegt man halt ein neues. So. Eine Ladung mehr. Ja, lohnt sich immer hier auch mal vorbeizuschauen. Gut, dann... Oh, Scav-Bunker ist halt so eine Sache. Auf den können wir ignorieren. Ich würde direkt rausgehen. Kann ja eh nichts mehr aufnehmen. Na wunderbar, ich habe auf dem Weg noch einen Scav angeschossen und in einen Stash geschaut, aber ansonsten ist nichts passiert.
Ich würde sagen, das war ein ziemlich guter Run. Hier Propangas kommt da rein, Netz kommt da rein, Wasserfilter kommt da rein, Filter kommt da rein. Mitches, Salz, O-Scope. Irgendwann braucht man wieder eine neue Box. Dann können wir auch so langsam anfangen mit dem Kategorisieren. Also in Werkzeug, Flammenzeug, also entzündliche Materialien. So, die Tushonkas müssen wir irgendwo verstauen, weil irgendwer will die in so einer Hauptquest. So, hier können wir mal schauen, wie viel wert die einzelnen Sachen sind. Würde mich interessieren. Noch Salz, noch Matches, nochmal Tushonka. Mensch, ich bin ja gerade nicht unbedingt beim sinnvoll sortieren, sondern schnappt mir eins raus. So, die müssen wir aufheben. Davon braucht man noch 5 Stück. Das wird ein Pain in the ass, die zu finden. So, die MP5 kommt auch raus. Auch wenn wir sie sehen, ist sie da. Und das Grizzly natürlich kann ich nach oben. Gut, dann müssen wir eigentlich nur die Munition reinladen. Habe ich keine mehr? Doch, da. Wäre ich doch noch mehr als genug. Mehr als genug heißt gerade so ausreichend. TT kommt auch nach unten, die verkaufe ich. Die Pistole kann ich gar nicht leiden. Also Mechanic Sale. Einmal verkaufen, zweimal verkaufen, dreimal verkaufen. Die waren nicht found in Raid. Bei den anderen schauen wir noch mal kurz nach. 28.000 will der mir geben. Hier gibt es für 39.999. Gut. Das war mehr wert. Wie viel bist du wert? 44.000 und 37.000. Ja, das machen wir doch gleich. So, was war der Preis? Ja, machen wir einfach 37.333. Und bei denen genauso. Add Offer. Mach mal 47.999. Sieht gerade gut aus. Na gut. Zuckerpreise sind in Ordnung. Sind wieder bei 99.000. Na, mach mal das doch. Dann mach mal das noch. So, 99999. Sehr gut. Dann kann's weitergehen. Habe ich was vergessen? Nö, wir sind gerüstet. Auf nach Ground Zero. So, auch hier habe ich noch eine ungefähre Ahnung. Also das Gebäude kenne ich, wo ich hin muss. Das dürfte genau das Gegenüber sein. Was für ein Glück. Also die Spawns sind hier zumindest sehr positiv für mich immer. Irgendwie soll da eine Claymore sein und wir dürfen nicht in den Raum laufen, sonst wird sie uns umbringen. So ein Zeug halt. Okay, Music. Scheiße, hier komme ich nicht rein. Der. Keine Ahnung. Wir schauen, dass wir hier reinkommen. Sehr gut. Ne, da können wir nicht rein. Hier auch nicht. Vielleicht ist es im nächsten Stock. Hier irgendwo. Oh. Wenn wir da reingehen, sind wir tot. So habe ich es zumindest gelesen. Komm schon. Ich kann mal wenigstens einen Flash Drive mitnehmen. Utility. Okay, komisch. Geräusche halt. So viel Geräusche. Holzen. Weiß nicht, warum ich die ziehe. Ich kann die auch einfach reinflicken.
Der unterste nicht? Anscheinend nicht. Ist so realistisch gemacht hier alles. Ja, rein mit dir. Unten. Ja, sieht doch ganz ordentlich aus. So, wir können mal nach links schauen, was der Radau soll. Wozu sind wir so gut gerüstet? Auf der anderen Straßenseite. Da ist einer. Okay. Den habe ich übersehen. Hab keine Ahnung, wo der war. Ja, Wardroid. Oh, ich habe seinen Freund erschossen. Okay. Ja, wunderbar. BP GZH, zumindest ganz schön Munition, die reinhaut. Aber hey, wir können die beiden Quests abgeben. Natürlich auf dem Trader-Bildschirm. Ja, ja. Complete. Complete. Die Firma dankt. Und Every Hunter knows this. Good Tripwire Installation Spot und Factory. Okay, muss ich mir ja online ansehen, wo die sind. Genau, und auf Woods müssen wir jetzt Iskra und Wasserflaschen in ZB16 und ZB14 platzieren. Kriegen zwei Unknown Rewards dafür. So, erstmal Geld vom Verkauf. Und dann unsere Belohnung. Tripwire, interessant. Sehr gut. Ist ja auch relativ neu. Und dann einmal ausrüsten. Ich glaube, wir gehen direkt auf Factory. Nicht auf Factory, auf Woods und machen das mit dem Iskra und Wasser. So, Waffe. Wir könnten entweder eine MP5 modifizieren. So, das müsste ich erst noch machen. Wir können aber auch einfach eine M4A1 nochmal kaufen. Und ausrüsten. Die kommt erstmal da rein, Fuel viel später da rein. Flohmarkt, M4A1. Haben wir hier ein gutes 100 von 100 für 80.000? Mensch, die Preise sind aber hochgegangen. Ich glaube, so lange behalten wir es eh nicht. Aber das ist fast teuer ist das. Wir nehmen hier das. Ach, was soll's. Was soll's. 80.000 für eine Waffe. Sind ja nur Peanuts. Leider nicht für mich. So. Ja, die kommt ein bisschen weiter nach oben. Ist wieder eine Unordnung hier. Kann ich schon wieder einen Zeitraffer machen, wo ich alles aufbauen. So. Edit Preset. Dann Open. Wir nehmen den V2. Jo. Assemble kaufen. 355.000, aber wir kriegen alles. Was fehlt mir? Ich dachte, wir hätten alles gekauft. Jetzt hat es geklappt, glaube ich. Und assembled. So. Die nehmen wir natürlich nicht mit. Die nehmen wir mit. Ah, Triton hat. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das Wasser braucht man ja eh drin. Also zweimal Wasser. Oh, wir haben hier schon zweimal Tushonka. Perfekt. Wobei Therapist oder wer auch immer die dann will, funktioniert das ganz gut. So, eine Iskra. Wir müssten noch irgendwo eine Iskra haben. Ich glaube, wir haben noch eine Essenstasche. Wo, weiß ich nicht. Ne, da war es definitiv nicht drin. Hier war es drin.
So, dann müssen wir nur noch hier Magazine reintun. Andere Magazine, ein Battle Mac zum Beispiel und ein Stangen. Und dann kommt es da rein. Load Ammo. SSAP kenne ich gar nicht. Dann hier die da. Wieder Unload. Und nochmal. Gut. 30 zum Nachklicken. Keine Ahnung, ob das reicht. Wahrscheinlich nicht. Je nachdem, wie viel Gegnern wir begegnen. M856 ist nicht so gut, aber kann man direkt bei Peacekeeper kaufen. Ja. Oh. Warmageddon. Richtig scheiße. HP auch richtig scheiße. 255 auch richtig scheiße. Hier haben wir noch ein paar Seiten. HP, M856, nein danke. Hab nichts Gescheites. Für was bezahlt man am meisten? Für die? Das glaube ich. Aber 1770 Dollar garantiert nicht. 12.000 pro Item garantiert nicht. 3.000 für die schlechte Munition auch nicht. Ach komm. Irgendwo wird gescheite Munition dabei sein. Wir machen mal wieder diesen hier. Auf 3, auf 5, auf 7. Per Pack. Das ist... Oh, Dollar. Hab mich kurz schon gefreut. Aber 1.200 für 3.000 Dollar, das ist gar nicht so schlecht. Glaube ich. Müssen wir mal ausrechnen. Also die kommt erstmal auf die Wishlist, dann finden wir es leichter wieder. Ups. Add to Wishlist, Equipment. So, wie viel sind... wo ist er? Peacekeeper. Dollar. Ich brauche 3.000 Dollar. Oh, das sind bestimmt ein paar Millionen. Ja, ich habe das Geld nicht. Also, ich kann es hier 3.000 Dollar für 435.000. Das geht doch. Das geht doch. So, dann Wunschliste. Keine Ahnung, warum da so viel drauf ist, aber irgendwo wird die Munition sein. Hoffe ich. Komm schon, das sollte mir Arbeit erleichtern. Da ist er. Ist das der billigste Preis? Also für 1200? Oder für 1200? Ja. Natürlich. Das ist ja ein Schnapper. Also ja, wir haben gerade 500.000 für Munition ausgegeben, aber für sehr viel Schuss. So, achso, Gesichtsschande verdecken. Helm können wir auch noch, irgendwie einen Billighelm haben wir umlegen. Ja, nehmen wir Unitar und dann rauf auf Wutz. Dann wollen wir die Sachen mal deponieren. So ein guter Spawn wäre natürlich in der Nähe von Outskirts. Ja, wir sind hier wieder beim Train Depot. Ah, das ist gar nicht so schlecht. ZB016 ist hier direkt im Wald. Erstmal wieder auf Full Auto. Das machen wir auch an. Haben eigentlich auch einen Laser. So, jetzt haben wir beides. Also doch ein relativ guter Spawn. Hab mich zu Unrecht beschwert. So, ZB016 finde ich am leichtesten, wenn er auf ist. Dann ist nämlich grüner Rauch deutlich zu sehen.
Jetzt muss man eventuell hier ein bisschen rumstaxeln. Bis wir ihn haben. Das kriegt man aber hin. Das ist ein Ausgang, den ich sonst nicht verwende. Ohne spezifischen Grund. Liegt einfach nicht auf meinem natürlichen Weg. Na? Er war definitiv nicht auf einer Anhöhe. Das ist irgendwas auch. Später muss man das Camp hier entdecken. Habe ich zumindest mal eine Quest gemacht. Komm schon. Kann sich nicht überall verstecken. Also wir werden ihn finden. Ja, bin ich zumindest optimistisch. Ob es jetzt der Fall sein wird, keine Ahnung. Drückt uns allen die Daumen. Na, und war auch nicht. Da ist er. War doch gar nicht so weit entfernt. Gar nicht so weit entfernt. So, erstmal reinschauen, ob alles sicher ist. Wasserfilter nehme ich. Benzinkanister. Oh, kein Rucksack mitgenommen. Ah, ich wollte placen. Place, place, place. So. Ich weiß, richtig gutes Questdesign von Tarkov, aber so ist es nun mal. Gleich haben wir es hier geschafft. Hey, jetzt muss man das andere Zeug noch platzieren. Rumlaufen, bis ein Trigger auftaucht. Aha. Und dann bleibt nur noch das in ZB014. Die Quest ist mir schon schwerer gefallen. Da war ich auch nicht so gut gerüstet. Hab mich auf Futz nicht so gut ausgekannt. So. Na also. Dann würde ich mal Richtung den Schüssen da gehen. Vielleicht können wir jemandem helfen beim erschossen werden. Also irgendwie haben die PMCs gerade im PvE-Modus irgendeinen Vorteil gegen mich. Sie sind einfach besser. Und das finde ich schade. Und ich bin richtig nervös. Das ist gut für den PvE-Modus. Dass die schaffen, dass ich nervös werde. Okay, die sind schon weiter Richtung Holzfällerlager, die Schüsse. Hat trotzdem mich interessiert, ob wir hier irgendwie was abhaben können. Von dem ganzen Loot. Muss man halt auch mal ein bisschen ruhiger spielen. Ich zumindest. Jetzt keine Bewegung. Ich würde sagen, wir ziehen leicht Richtung Holzfällerlager. Vielleicht kann man jemanden in den Rücken schießen. Vielleicht können wir jemanden in den Rücken schießen. Wäre zumindest ein Träumchen, dass wir auch mal PMCs wieder ausschalten. Und nicht nur auf den Sack bekommen. Teilweise im Online-Modus bessere Statistiken, als ich hier zusammenfahre.
gleich oder wahrscheinlich ist der Boss auch da. Dann wird's kompliziert für uns, dann kriegt man nämlich sofort einen Headshot. Na, ist die schöne Waffe wieder weg. Wo seid ihr denn? Lass mich wenigstens irgendwie mal ein PMC wieder ausschalten. John. Das war ein Skeff. Das war nur ein Skeff. Ein ziemlich toter. Ohne Rucksack. Ohne Rucksack. Aber ein L1-Injektor, den brauchen wir auch. Gibt's doch nicht. Alles, was kommt, ist ein dämlicher Skeff. Sind die PMCs? Die haben sich doch alle erschossen. Ich sehe nichts laufen. Nö. Nö, nö, nö. Sagen, das ist ungewöhnlich. So, ZB014 ist aber auch gleich in der Nähe. So. Irgendwer wird hier schon auftauchen. Leg mich mal kurz auf die Lauer. Nee, du bist tot. Er hat noch einen Freund. So. Jetzt haben wir mal zwei PMC ausgeschaltet. Ja, nicht die besten. Auch seinen Kollegen mal, vielleicht hat er eine bessere Waffe. Ja, auch noch so eine AKM-Scheiß. Tja, muss halt nachklicken. So, ein volles Magazin. Das freut mich. Eins machen wir auch noch voll. Das andere meine ich. Tja. Wir haben halt gar kein Loot dabei, was? Dachte ich etwas gehört. Tue ich auch. Ich höre auch was. Hat er jetzt auch noch einen Freund?
dann klickt man das eine halt noch nach. Schade, dass die halt nicht looten und keine Loot haben. Lohnt sich gar nicht, die wegzukämpfen. Der hat auch die scheiß AKM nur. Sieht zumindest ein bisschen mehr gerüstet aus. Einen guten Helm. Oder weniger. Afak. Für Afak sind sie gut. Das muss man ihn lassen. Und für Granaten. So, dann schauen wir noch in das andere Freundchen. Das tut uns gut. Blackrock mag ich eigentlich. Das sieht schon besser aus als Waffe. Nicht meine Waffe, die hier. So, die Waffe nehmen wir. Und dann schauen wir mal, ob der was hat, aber nö. Immer nur leere Rucksäcke bei dir. Die nehme ich aber. Das ist ja genau die, die ich brauche. Rechts ganz gute Schüsse. Ist zwar nicht wer schießt, aber er scheint es ernst zu meinen. Wir sollten jetzt aber Richtung Quest-Target. Nicht, dass Partisan auftaucht und uns jagt. Tja. Also, 3 PMCs mal ausgeschalten. Einfach, weil wir ein bisschen die nicht pushen, sondern vorsichtiger spielen. Und das Pushen muss ich noch gescheit lernen. Das kriege ich hin. Dann ein Abstecher bei ZB014. Da kommen wir eh nicht raus, weil ich keinen Schlüssel habe. Falls kein anderer Bot-PMC das jetzt aufgeschlossen hat, ist das eh unzugänglich. Aber wir gehen dann den sicheren Weg nach Outskirts. Ja, werden wir zumindest schaffen. So, hier kamen ja die Schüsse ungefähr her. Mal schauen, dass mir jetzt keiner reinläuft. So. Schön aufpassen. Links ist auch ein bisschen vermint. Finde ich gar nicht so nett. Schon regeneriere Ausdauer. Boah, besser als nix. Besser als nix. Der kommt nach ZB014, wenn ich da gerade am Planten bin. Obwohl, den höre ich dann relativ gut. Komm vorbei, wenn ich am Planten bin, aber nicht, wenn ich rausgehe. So. Mensch, was ist denn hier eingeschlagen? Ah, stimmt, hinter dem Felsen da. Hinter dem Felsen da. Tja, offen wär's. Sollten vielleicht mal den Schlüssel dafür ergattern. Oh, nicht offen. Ja, ich weiß. Wir platzieren's.
In aller Ruhe. Rumlaufen, bis der dämliche Trigger wieder auftaucht. Aha. Und dann ist die Quest auch schon mal abgehakt. Kommen ja richtig gut voran. Yay. Seife brauche ich. Einmal Seife abgeben muss ich unbedingt. Karlock B. Jetzt geh mal über Outskirts raus. Ich gehe hier immer ganz gern so nah wie möglich an den Minen vorbei. Bin jetzt mal ein bisschen vom Scaffhouse geschützt. Muss halt schauen, dass man nicht in die Minen läuft. Immer so eine gerade Linie zwischen den nächsten zwei Schildern denken. Irgendwann zieht das auch nach rechts, also. Irgendwann ist das nächste Schild halt da hinten. Ja, das ist ein Sauwetter. So, rechts rum beim Felsen. Das hat doch ganz gut funktioniert. Ein Jusek und zwei Bärs. Schade, wir müssen, glaube ich, 5 bis 7 Juseks umbringen. Naja. Wertvoll sei dahingestellt. Was hatten die geladen? Auch M855? Nee, FMJ. Ich dachte gerade schon, die hätten gute Munition. So, M855. Mag es, dass die jetzt so leuchtet, dann erkenne ich die gut, weil die auf meiner Wunschliste ist. Ja, zwei Helme ist eigentlich den Platz nicht wert gewesen. Aber bevor wir da gar nichts mitnehmen, ist das schon recht so. So, die sortiere ich ein. Wasserfilter natürlich auch. Seife geben wir ab, sonst läuft die Quest uns noch davon. Wer hatte die eigentlich? Find and Transfer. Na, da haben wir nur 2, die geben wir schon mal ab. Ja, die können wir auch craften, da schauen wir gleich ins Hideout. Jäger, Finish, Komplett. Die Firma dankt. Ah! Survivor 5 Minutes while suffering from complete dehydration. Ja, das kriegt man hin auf Woods. Und ich habe schon so eine Wurst gefunden. Und hier müssen wir Goshan. Das ist Streets of Tarkov. Wunderbar. Dachte, ich muss irgendwie noch Seife geben. Bin ich doof? Drive the location. Prepper, willst du Seife? Müssen wir mal schauen. Tasks. Batterie. So, auch bei Jäger. Sieh einer an und er sagt nichts. Ah, da ist er ja. Die XP nehme ich noch gerne mit. Naja, hier mit meinen Rewards. Und im Hideout wollten wir schauen, ob wir diese A2 Medikits herstellen können. Wahrscheinlich noch nicht, weil dazu braucht man die Medstation. Die habe ich ja noch gar nicht. Schau mal, vielleicht kann man die auf dem Klo herstellen. Die Bandagen. Ah, wir müssen nur die herstellen. Das ist geil.
Dann kauft man das. Ja, leck mich. Aber für die EP tue ich alles. Also können wir starten. Das dauert 31 Minuten. Dann haben wir die 5 schon voll. Oder? Viel Spaß damit. Und in der Nutrition Unit. Ja, wundert mich nicht, dass man es da nicht produzieren kann. Ja. Was braucht man denn für die Med Station? Was braucht die? Vielleicht ein Generator-Update? Ja, das wird teuer. Das wird sehr teuer. Aber Med Station, da ist er. Nee, die braucht Bandagen und eine Syringe. Können wir kaufen. Oh, 40.000 Dollar. Zwei Stück reichen. Obwohl zum Craften. Nein! Wird verkauft. Zwei. Das reicht erstmal. Konstruieren. Aha. Jetzt können wir sogar das machen. Gut, den Generator müssen wir jetzt einmal anwerfen. Das heißt, da muss noch viel rein. Und danach können wir ihn ausmachen. Also erstmal den kleinen Kanister. Dann müssen wir in der Med Station sagen, jo, das passt. Und dann können wir den Generator wieder ausmachen. Und das produziert weiter. Dauert einfach länger. Na gut, dann würde ich sagen, reicht es schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.